Hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Family Friday. Wenn du gerade zu Hause einen kleinen Giftzwerg hast, der so richtig schäumt vor Wut, dann ist das für uns Eltern gar nicht immer so leicht zu begleiten. Und wenn wir Eltern dann von unserer Seite zudem in dem Moment dann auch noch irgendwie laut werden, dann schütten wir natürlich nur Öl ins Feuer. Begleitend zu meiner Wie Eltern weniger schimpfen Challenge, die gerade auf Facebook in meiner geschlossenen Gruppe einfach schlau stattfindet, möchte ich dir heute in diesem Family Friday 5 Schritte mitgeben, die du tun kannst, um dein Kind in einem Wutanfall zu begleiten. Mein Name ist Katja Zenz. Bei mir bekommen Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern die besten Tipps und Lifehacks für ihren anstrengenden Familienalltag. Wenn wir so einen Wutanfall uns mal von außen betrachten, dann möchte ich dich einladen, dass du diesen Wutanfall als erstes mal mit so einem inneren Bild in deinem Hirn hast, als sei das Aquaplaning. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto auf der Autobahn, es hat gerade richtig heftig geregnet oder es regnet immer noch und du merkst so richtig, wie dein Auto anfängt, so langsam zu schwimmen. Jetzt ist es so, dass diese große Pfütze, durch die du gerade durchfährst, genau in dem Bereich ist, wo du eigentlich von der Autobahn abfahren möchtest. Was machst du? Versuchst du jetzt trotzdem, wie wild das Lenkrad rumzureißen, nur damit du unbedingt diese Ausfahrt kriegst? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir alle wissen, dass bei Aquaplaning es um eines geht. Es geht darum, dass wir das Lenkrad möglichst ruhig halten und dass wir einfach versuchen, durch diese Aquaplaning-Pfütze hindurch zu geleiten und am anderen Ende einfach sicher und gut herauszukommen. Und das möchte ich dich einladen, so als inneres Bild für dich zu haben, wenn ich jetzt von einem Wutanfall spreche. Es geht im Wutanfall nicht darum, jetzt ein konkretes Ziel zu erreichen, sondern die Erziehung kommt später. Das ist genauso, wie ich das gerade sagte, wenn du mit dem Auto auf der Autobahn bist, dann ist es so, du lässt dein Ziel jetzt in dem Moment, wenn du im Aquaplaning bist, vielleicht außer Acht. Du versuchst nicht, diese Ausfahrt unbedingt zu kriegen, sondern du versuchst jetzt einfach für Sicherheit zu sorgen und Schaden zu vermeiden. Und hier hinten habe ich ja schon mal so ein Sheet für dich hingehängt, wie du eben mit Problemsituationen umgehen kannst. Und diese 5 Punkte wollen wir jetzt durchgehen. Und als oberstes steht eben Schaden vermeiden. Was meine ich damit, welchen Schaden zu vermeiden? Das Spannende ist ja, dass unsere Kinder, unsere kleinen Wutzwerge, sind ja keine Ratten. Wenn ich mit Ratten umgehe, dann ist es so, dass es als erstes so ist, dass die Ratten, die haben ja keine Bindung oder keine Beziehung zu dem Versuchsleiter, sondern die leben dort einfach in einem kleinen Käfig. Und hier ist es so, dass wenn die Ratte irgendetwas Bestimmtes lernen soll, ist es ganz wichtig, dass ich ihr entweder gleich einen Stromschlag oder gleich einen Brecki gebe. Unsere Kinder sind aber keine Ratten, die in einem Käfig leben und keine Bindung oder Beziehung zu dem Versuchsleiter haben, sondern unsere Kinder leben mit uns in einer Einheit, in einer Familie, in einem Bindungskontext. Und zudem sind sie intelligente Wesen, ganz besonders dadurch, dass ich ja mit intelligenten und gefühlsstarken Kindern arbeite, ja, sind bei mir natürlich ganz viele intelligente Kinder. Und deswegen ist bei uns das Ziel, das wir haben in dem Moment, ja, dass wir einfach vor unserem inneren Schirm haben, das große Ziel, das wir verfolgen, ist, keinen Schaden anzurichten. Beim Aquaplaning wollen wir keinen Schaden am Auto anrichten und im Wutanfall mit unserem Kind wollen wir keinen Schaden an der Beziehung anrichten. Für den Moment musst du mir das einfach jetzt mal glauben oder einfach mitnehmen oder du spürst das schon innen drin. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann komm einfach in meine Wie Eltern weniger schimpfen Challenge oder in mein Webinar, das jetzt am 20. Mai stattfindet oder in meinen Elternkurs, der Ende des Monats losgeht. Da wirst du ganz, ganz viel darüber erfahren. Jetzt im Moment müsstest du das einfach mal für mich so annehmen. Also, was machen wir jetzt dafür, dass wir diesen Schaden nicht anrichten? Was können wir dafür tun? Was sind die 5 Schritte, die du mit deinem Kind anstellen solltest und die dazu führen, dass ihr durch diesen Wutanfall gut hindurchkommt, so wie du es auf der Autobahn gut schaffst, das Aquaplaning einfach zu überleben. Der erste Punkt ist, dass wir das ganz kurz ansprechen. Also, ich habe hier so das Bild von einem Linienrichter. Wenn du beim Fußball bist und der Ball fliegt raus, dann ist es einfach so, dass der Linienrichter einfach so die Abseitsflagge hebt und ohne irgendwie jetzt großen an Exempel zu statuieren oder so, hebt er einfach die Flagge und sagt einfach damit ganz klar, hey, so machen wir das nicht. Ja?
Ja, und so sind wir Eltern in dem Moment auch. Sanft, klar und ohne, dass wir besonders alarmieren. Wir geben einfach ein Signal. Und das ist gerade bei den gefühlsstarken Kindern so wichtig. Die gefühlsstarken Kinder sind ja Kinder, bei denen das Alarmzentrum ganz besonders sensibel eingestellt ist. Das heißt, sie sind sehr schnell alarmiert. Und wenn wir Eltern jetzt auch noch hingehen und statt einfach ganz klar, einfach nur relativ neutral diese Flagge zu heben und einfach ganz klar zu sagen, du, das machen wir so nicht. Ja? Wir hauen bei uns in der Familie nicht, wir schmeißen keine Vasen runter, wir laufen nicht mit Messern hinter den Geschwistern her, wir werfen keine Milchgläser quer über den Tisch oder was auch immer dein kleiner Wutzwerg gerade anstellt. Ist einfach erstmal klar zu formulieren. Und gerade bei den gefühlsstarken Kindern, die eben da sehr leicht alarmiert sind, und wenn wir dann die Stimme noch erhöhen, dann schütten wir Öl ins Feuer, weil dann sind sie ja noch alarmierter. Und der Grund, warum sie diesen Wutanfall haben, das erzähle ich dir dann nochmal an anderer Stelle im Kurs zum Beispiel unter dem Thema Aggression verstehen, dann ist es halt so, dass wir dadurch das Ganze einfach noch verstärken, wenn wir jetzt den Alarm noch erhöhen. Und das ist im Grunde die Ursache dafür, warum dein Kind gerade so einen Ausbruch der Emotionen hat. Das heißt, wir sprechen das ganz kurz an und sind wir mal ehrlich. Zumeist kennen die Kinder doch die Regeln. Die kennen doch die Regeln, die wir bei uns zu Hause haben. Und wenn sie die Regeln nicht kennen, dann haben sie sie auch gar nicht gebrochen. Dann ist es sowieso wichtig, dass wir ihnen das sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gastkind bei uns zu Besuch habe, ja, und es legt von mir aus seine Füße bei uns auf den Wohnzimmertisch und ich wäre jetzt so eine Mama, die das nicht mag, dann würde ich auch ganz sagen, Mensch, super, dass du bei uns auf dem Sofa sitzt, aber bitte nimm die Füße runter, ich mag das nicht. Da muss ich, ja, spinnst du, wie kannst du denn die Füße auf den Sofatisch legen? Ja, wie lebt ihr denn zu Hause? Das macht doch gar keinen Sinn. Sondern es geht einfach darum, dass das Kind das erstmal einfach weiß. Das zweite ist, das war Schritt Nummer eins. Das erste ist ganz klar ansprechen. Also wie gesagt, wir haben jetzt einen 5-Punkte-Plan. Wir sind nach dem ersten Punkt nicht fertig, okay? Wir gehen 5 Schritte durch. Also, als erstes ganz klar kurz und sanft ansprechen, um was geht es hier, ja? Wir legen nicht die Füße auf den Tisch, wir hauen keine Geschwister, wir werfen keine Milchgläser über den Tisch. Aus. Punkt 2, wir überbrücken. Ich habe hier, das sieht man leider jetzt ein bisschen schlecht, weil das ein bisschen spiegelt, habe ich so eine Brücke als Bild hingemalt. Also, das Überbrücken, damit ist gemeint, dass wir dem Kind ganz klar signalisieren, wir sind okay. Ich finde nicht in Ordnung, was du da machst. Ich mag jetzt gerade dein Verhalten nicht, aber ich mag dich. Und das ist so ein großer Unterschied. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, das, was mich stört an dem Kind, ist ja sein Verhalten. Aber mit dem Kind bin ich ja in Ordnung. Und dass wir das ganz klar sagen, ja, und dass wir eben sagen, hey, ich finde nicht in Ordnung, dass du hier das Milchglas über den Tisch geworfen hast, ja, aber wir zwei sind in Ordnung. Ich bin immer noch deine Mama, ich bin immer noch dein Papa. Da gibt es einen ganz wunderschönen Spruch, den hat die löwenstarke Vera neulich im Interview mit mir gesagt. Das ist, hat sie wiederum die Helen Keller zitiert. Und zwar hat Helen Keller so einen schönen Satz gesagt. Liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am nötigsten. In Pubertätsworte hat das mein 14-jähriger Sohn heute Morgen wirklich durch Zufall gebracht. Ja? Er lag so flätzig auf dem Sofa noch vor der Schule. Und sagte auf einmal zu mir, Mama, zu Hause ist da, wo man sich benehmen kann wie ein Arschloch und man wird trotzdem geliebt. Okay, ich habe dann gefragt, ob das heißt, dass er sich jetzt immer wie ein Arschloch benehmen will. Da sagt er, nein, überhaupt nicht, ich will mich überhaupt nicht so benehmen, aber ich weiß, ich könnte es und du würdest mich immer noch lieben. Und genau darum geht es im Grunde. Man kann das jetzt als Erwachsener oder mit kleineren Kindern in ein bisschen schöneren Worten verpacken, so wie das Helen Keller vielleicht gesagt hat. Und dennoch drückt es genau die Essenz aus. Das, was uns in dem Moment an dem Kind stört, ja, wenn mein Kind sich verhält, um wieder meinen Sohn zu zitieren, wie ein Arschloch verhält, dann stört mich das in dem Moment. Aber gebe ich deswegen mein Kind zur Adoption frei? Gebe ich es deswegen ins Kinderheim, eine Pflegefamilie? Nein, natürlich nicht. Die Beziehung, die ich zu meinem Kind habe, ist doch immer größer als alle Probleme, die uns begegnen. Das Wichtige ist nur, dass das auch das Kind weiß. Und in den, sagen wir mal, herkömmlichen Erziehungsmethoden ist es sogar so, dass wir hier einen riesengroßen Hebel ansetzen und dass wir dem Kind extra signalisieren, na, wenn du so bist, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Wir setzen das als Hebel ein, damit das Kind in seinem Bindungshunger nach uns und in seiner Bindungsnotwendigkeit nach uns dann uns folgt in seinen Vorstellungen.
Aber dadurch zerbrechen wir die Bindung und wir schütten damit Öl ins Feuer. Und was so wichtig ist, dass wir das deswegen überbrücken. Dass wir sagen, okay, ich bin nicht einverstanden mit deinem Verhalten, das du gerade hast. Ich sehe, du bist frustriert, das ist in Ordnung. Aber dein Verhalten mag ich nicht, aber ich mag dich. Ich mag einfach dich, ja. Wenn ich im Auto bin, dann sage ich immer noch, ich möchte zwar hier rausfahren und ich will immer noch mein Ziel erreichen, aber jetzt gerade im Moment geht es nicht. Und dann sage ich einfach, okay, es wird mit Sicherheit auch noch schöne andere Ausfahrten geben. Nochmal ein inneres Bild für dich, das auch ein bisschen mit der Fäkalsprache zwar zusammenhängt, aber das ist wunderbar im Grunde darstellt. Du kannst dir einen Wutanfall vorstellen wie Durchfall. Und wenn du Durchfall hast und es fängt so richtig an zu grummeln in deinem Darm, dann muss das einfach raus. Die Frage ist nur, wie es rauskommt. Ja, und natürlich wollen wir, dass unsere Kinder dafür sichere Orte finden, wo sie das geschützt rauslassen können. Aber es macht keinen Sinn, wenn du dein Kind dafür bestrafst, dass es eine Darmverstimmung hat. Oder wenn du es belohnst dafür, dass es das möglichst lange anhält. Es geht darum, dass wir mit ihm gemeinsam Wege finden, es rauszulassen. Und damit kommen wir hier auch gleich zum Punkt 3, Verantwortung zu übernehmen. Da habe ich hier so ein Alpha-Zeichen hingemacht. Ja, also sieht man das vielleicht ein bisschen, Mensch, so könnte man vielleicht auch das... Nee, die Brücke sieht man leider trotzdem nicht. Also ein Alpha-Zeichen hingemacht. Du kennst das vielleicht, das Symbol, wenn du dir Wölfe anschaust, da gibt es immer in jedem Rudel die Alpha-Tiere, die sich einfach besser auskennen, die einfach so ein bisschen die Leitwölfe sind, die das Ganze anleiten. Und genau so sehe ich hier die Aufgabe der Eltern in dem Moment. Weil das Kind schafft es ja gerade nicht, mit seiner Frustration, mit seinem Alarm, mit den Dingen, die ihm begegnen, umzugehen. Sonst hätte es ja keinen Wutanfall. Es hat ja genau deswegen einen Wutanfall, weil es mit der Menge an Emotionen, die ihm gerade begegnen, nicht umgehen kann. Das heißt, dieses Kind kann sich gerade selber nicht kontrollieren. Und dann können wir es im Grunde auch nicht kontrollieren. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn zu versuchen, das Kind zu verändern, sondern wir müssen die Situation verändern. Wir gehen in die Verantwortung. Wir sind die Leitwölfe. Wir schauen, was wir hier verändern können. Weil genauso wenig, wenn ich ein Sommerfest geplant habe und auf einmal kommt ein riesengroßes Gewitter, dann macht es keinen Sinn, dass ich mit Petrus schimpfe. Ja? Sondern dann muss ich einfach gucken, was kann ich jetzt trotzdem tun? Wie kann ich die Situation retten, dass das Fest nicht komplett ins Wasser fällt? Und genauso ist es hier auch. Ich gehe in die Verantwortung, weil ich ja ganz klar sehe, dass mein Kind aufgrund seiner Unreife es einfach jetzt noch nicht kann. Und wichtig ist, dass wenn wir hier schon unreife Kinder haben, die gerade in einem Wutanfall sind, dass wir dann hingehen und dass hier wenigstens ja ein, zwei Leute im Raum sind, die die Situation im Griff haben, im positiven Sinne. Wirklich so, komm, ich kümmere mich drum. Mama und Papa, ach komm, das kriegen wir hin. Ja, ich bin jetzt hier diejenige, die jetzt in die Verantwortung geht und die Situation sozusagen rettet. Das können so Dinge sein wie, okay, tretet mal eben alle zurück. Der Maxel, der kann mit seiner Frustration gerade nicht umgehen. Da ist eine Vase umgekippt. Geht mal alle zur Seite, gerade die keine Schuhe anhaben. Maxel, wir sprechen da gleich noch drüber. Jetzt im Moment machen wir aber erstmal sauber. Lea, hol du mal den Staubsauger. Tom, hol mal einen Lappen. Ja, also das heißt, wir retten erstmal einfach die Situation. Wir gucken erstmal einfach, dass wir wirklich in die Verantwortung gehen. Jetzt in dem Moment ist nicht der Moment, wo wir erziehen können. Überleg mal selber, wenn du gerade total in Aufruhr bist und dann kommt jemand an und sagt zu dir, du, das solltest du aber nicht tun. Also du weißt doch ganz genau, dass das deinem Kind schadet, wenn du so laut wirst. Ja, das weißt du doch selber. Ja, das ist ja gerade das Problem, dass du, obwohl du es weißt, es gerade nicht innehalten kannst. Und dein Kind kennt die Regeln auch. Dein Kind weiß auch, dass es keine Vasen runterschmeißen soll. Und wie ich ganz am Anfang schon sagte, wenn es das nicht weiß, wird es Zeit, dass du es ihm ganz klar mit so einer Abseitsflagge sagst, dass du sagst, hey, wir schmeißen bei uns keine Vasen durch die Gegend. Das heißt, das, was es wirklich braucht, ist, dass wir in der Verantwortung gehen, ja, und nicht jetzt laut schnaubend in der gleichen Art und Weise das Kind irgendwie anbrüllen. Wie könnte dir denn das passieren? Wie kann man so doof sein? Räum das sofort weg. Sondern jetzt ist der Moment, wo wir, wie Helen Keller sagt, jetzt braucht dein Kind es am dringendsten, dass du auf seiner Seite stehst. Hier kannst du einen wirklichen Unterschied machen zu den vielen anderen Menschen da draußen, die dich nur toll finden oder die dein Kind nur toll finden, wenn es gerade toll ist. Das, was das Besondere ist, was Eltern wirklich einzigartig macht im Vergleich zu anderen Menschen, ist, dass sie für einen da sind, auch wenn man gerade nicht gut drauf ist.
Und dennoch ist es nicht so, dass wir dem Kind alles durchgehen lassen. Darum geht es überhaupt nicht. Wir reden später mit dem Kind. Und deswegen kommen wir hier zu Punkt Nummer 4. Und das ist das Vertagen. Das heißt, solange das Kind in Aufruhr ist, ja, solange wir auf der Aquaplaning-Pfütze gleiten, haben wir keine Kontrolle über das Auto. Wir können jetzt nicht abbiegen. Und trotzdem kann ich mir schon, während ich durch die Pfütze gleite, überlegen, Mensch, was ist die nächste Ausfahrt? Kann ich mal gucken? Kann ich da auch rausfahren? Ja? Das heißt, ich überlege mir schon, wenn ich aus dieser Phase raus bin, wie kann es dann weitergehen? Und mit dem Kind ist es natürlich, dass ich zum späteren Zeitpunkt mit ihm über die Situation nochmal sprechen möchte. Aber nicht, wenn die Emotionen so hochgekocht sind, sondern, wie heißt es, wir schmieden das Eisen erst wieder dann, wenn es kalt ist. Das heißt, wir müssen warten, bis die Emotionen runtergefahren sind. Oder kennst du dein Kind am besten? Es gibt manche Kinder, mit denen kannst du schon nach 10 Minuten reden. Ich finde eine gute Situation, wenn es eine große Aufruhr war, ist es vielleicht ganz gut, am Abend drüber zu reden, wenn man im Bett und mit dem Kind so eine geborgene Situation hat. Das heißt, wenn die Bindung wiederhergestellt ist, wenn die Emotionen runtergefahren sind, dann kann ich das nochmal versuchen, sanft anzusprechen. Und dann merke ich schon, wenn das Kind gleich wieder hochgeht, ja, dann war es fast vielleicht noch zu früh. Es gibt auch diese 20.780 Alltagssituationen, diese kleinen Situationen. Ey, wir müssen nicht immer alles wieder aufs Tablett bringen, weil viele Sachen, da weiß das Kind ganz genau, okay, das war nicht in Ordnung, das habe ich auch schon selber mitgekriegt. Also ich muss nicht über jeden Schuh, der im Weg steht, jeden Abend nochmal diskutieren, aber eben über die großen Themen, wo ich meine, das möchte ich mit dem Kind nochmal ansprechen. Das vertage ich dann mit dem Kind, ja. Und das ist ganz besonders wichtig. Ach, wir kennen sie ja alle, die Situation. Wir stehen im Supermarkt an der Schlange oder noch viel schlimmer. Wir sind bei Oma Brav, die nenne ich immer diese, ne, Oma Brav, das ist die Oma, die so spießig ist, zu Hause. Und unser Kind hat mal gerade wieder einen Wutanfall vom Feinsten. Und alle gucken natürlich dück, ja. Ach, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie reagiert sie denn, ja? Und innen drin merken wir schon, wie in uns die rote Farbe im Gesicht ansteigt. Aufmerksamkeit, Spot an, Light an. Ja, und wie reagieren wir dann? Und da eben ganz genauso. Wenn ich zu dem Kind runtergehe und hier einfach kurz wirklich anspreche, du, wir schmeißen uns nicht auf den Fußboden, steh bitte auf. Und dann mit dem Kind sage, hey, ich bin mit dir in Ordnung. Wir gehen wirklich in die Verantwortung. Ich hebe das Kind auf und ich sage, hey, da reden wir gleich nochmal drüber. Und dieses, hey, da reden wir gleich nochmal drüber, ja? Oder du kannst auch, je nachdem, was da ist, kannst du auch mal so ein bisschen schummern. Du kommst jetzt mit mir raus, aber sofort. Und dann gehst du mit dem Kind raus. Wie du draußen mit dem Kind sprichst, das kriegt doch keiner mehr mit. Das weiß doch keiner. Aber die Show für die anderen Leute ist absolut gewährleistet, wenn du ihnen diesen wichtigen Punkt des Vertagens nämlich ganz klar mitteilst. Dein Kind kriegt viel mehr mit. Meine Mama ist in der Verantwortung. Meine Mama kümmert sich um mich. Meine Mama, mein Papa ist immer für mich da. Auch wenn ich, wie mein Sohn sagt, mich wie ein Arschloch verhalte. Und das ist das, was so wahnsinnig wichtig ist. Mehr Punkte habe ich für dich, wie gesagt, dazu noch in meiner Wie Eltern weniger schimpfen Challenge. Da geht es auch genau gerade um diese Punkte. Also wenn du da noch mitmachen willst, komm da rein oder komm am 20.05. in mein Webinar. Da erfährst du dazu noch wesentlich mehr. Und dann ist es so, wenn wir das hier gemacht haben, wenn wir mit dem Kind gesagt haben, komm, da sprechen wir nachher nochmal drüber, ja, dann geht es darum, einfach die Situation so schnell wie möglich zu verlassen. Wenn du im Aquaplaning bist, dann versuchst du nicht möglichst lange im Aquaplaning zu bleiben, sondern du versuchst möglichst schnell da rauszukommen, ja. Und das ist hier auch, ja, dass wir einen Themenwechsel machen, dass wir einfach switchen und eben widerstehen, dass wir jetzt eine Gardinenpredigt machen, dass wir jetzt ein Exempel statuieren, ja. Das ist natürlich ganz tief in uns drin und das will eigentlich raus, aber in dem Moment ist es so, dass du die reife Person bist, die sich hier jetzt bitte mal einfach auf die Zunge beißt in dem Moment und dann einfach einen Themenwechsel macht und sagt, ach komm, ich räume mal eben die Spülmaschine ein und dann spielen wir hier noch weiter. Oder sag mal, hattest du nicht noch einen Zettel mitgebracht heute aus der Schule, den du mir zeigen wolltest? Oder egal was, ja. Ach Mensch, ich wollte dir noch unbedingt was erzählen, ja. Das und egal was. Jetzt einfach einen Themenwechsel zu machen, das zeigt dem Kind auch wieder, dass du wirklich mit ihm in Bindung bist, dass du die Bindung nicht abbrichst, dass alles in Ordnung ist und dass es eben damit dann einfach weitergehen kann. Das heißt, das ist im Grunde diese 5 Punkte, ja, diesen Schaden zu vermeiden in der Beziehung, kurz anzusprechen, zu überbrücken, die Verantwortung zu übernehmen, zu vertagen und den Themenwechsel zu machen, das ist so anders.
als die meisten von uns das in ihrer Kindheit erlebt haben. Aber dennoch ist es einfach so wahnsinnig wichtig. Und das ist es im Grunde, das, was es wirklich braucht, damit deine Bindung wirklich beständig bleibt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir dem Kind alle Frustrationen vermeiden, ja, oder meinen, dass das Kind immer lächeln muss, dass es nie weinen darf, dass es seinen Willen durchsetzt. Darum geht es hier überhaupt nicht. Das erkläre ich dir an ganz vielen anderen Stellen super gerne. Ich will dir heute hier nicht den Rahmen sprengen und möchte da so ein bisschen in meinem Zeitkonzept bleiben. Da kannst du auch gerne nochmal an den anderen Punkten eben einfach schauen. Aber für heute sollen das einfach mal für dich so diese 5 Punkte sein, weil das einfach wahnsinnig gut meine Wie Eltern weniger schimpfen Challenge begleitet. Das war also wieder nur ein kleiner Impuls für dich heute, nur so ein kleiner Einblick in die Art und Weise, wie ich arbeite. Wenn dir das gefallen hat, dann empfehle das Video gerne weiter oder komm in meine Wie Eltern weniger schimpfen Challenge oder komm am 20.05. in mein Gratis-Webinar, was hochbegabte und gefühlsstarke Kinder wirklich brauchen. Daran wird es dann im Anschluss Ende des Monats eben auch noch einen Online-Kurs geben, wo du ganz, ganz viel erfährst über Umgang mit Aggression, über Umgang mit Gegenwille, mit Schüchternheit, mit Mobbing, wie du Bindung aufbaust, wie du Kinder zurückgewinnst. Also 1000 verschiedene Sachen sprechen wir da wirklich miteinander durch. Und wenn dir das Gruppenthema nicht so dein Ding ist, dann kannst du natürlich auch gerne eine DPN schreiben oder mich anrufen und dann können wir gerne auch 1:1 miteinander arbeiten. Ganz egal, entweder hier in München in meiner Praxis oder gerne auch in so einem Online-Meetingraum, in dem wir uns treffen. Das war mein Impuls für dich heute am Family Friday und den nächsten Impuls bekommst du dann wieder nächste Woche. Wenn du ganz besondere Themenwünsche hast, schreib sie mir in die Kommentare oder schreib mir eine PN. Und jetzt wünsche ich dir ein super schönes Wochenende. Mach's gut, bis bald. Ciao!